Moin moin, liebe Naturfreunde, hier ist euer Dr. Urbex und ich begrüße euch heute aus Rade vorm Walde und ich mache heute meine erste Tour von Mr. Fade. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das nennt sich die Abenteuertour Rade vorm Walde, ungefähr 17 Kilometer. Ja, bei heute nicht ganz so tollem Wetter. Ich habe die Mütze auf, ich habe Handschuhe an. Mal schauen, was das heute so wird. Weitere Infos gibt's gleich. Schon super, Jan. Was ist denn das für ein Weg? Kilometer sind jetzt hinter mir. Es ist jetzt fast 10 Uhr mittlerweile, übrigens auf einen Samstagmorgen. Und ja, bis jetzt fühle ich mich richtig wohl auf der Tour. Es war eine gute Entscheidung bis jetzt. Habe ich jetzt schon länger vorgehabt. Rein zufällig vor 2 Tagen hat der liebe Jörg Müller vom Kanal Natur in NRW auch ein Video gepostet. Der war auch hier auf der Tour unterwegs. Ja, da habe ich schon mal ein paar Einblicke sehen können. Und heute bin ich dann tatsächlich selbst hier. Ja, Mr. Fade ist bekannt für anspruchsvolle Touren mit Single Trails. Bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Ja, ist jetzt super hier. Ich laufe hier am Wupperufer entlang. Muss aber immer ein bisschen nach unten gucken, weil der Weg ist sehr steinig hier. Nicht, dass ich hier irgendwo hängen bleibe mit den Füßen, ne? Übrigens auch sehr kalt heute, 2 Grad. Also ich merke es schon teilweise, wie der Wind durch die Schuhe pfeift, auch wenn man hier durch Pfützen läuft, die man aufgrund Laubs nicht entdeckt und da mitten reinlatscht. Das ist dann sehr schön, wenn die Füße direkt dann nass und kalt werden. Aber zum Glück trocknet der Hoka sehr schnell mit den dazugehörigen Wandersocken. Ja, heute gibt es noch ein kleines Highlight auf der Tour. Das ist der alte Museumsbahnhof in Dahlhausen. Nicht zu verwechseln mit Bochum-Dahlhausen, da gibt es auch einen Museumsbahnhof, sondern hier in Rade vorm Wald. Ja, da steht abgestellte Züge, ist aber kein Lost Place, auch wenn viele das denken. Schaut mal hier übrigens, schön fließendes Wasser, hier so ein kleiner Fluss. Hier bleibe ich einfach mal stehen. Ja, wie gesagt, der Bahnhof ist kein Lost Place, auch wenn viele das denken. Die Züge werden irgendwann wohl mal restauriert. Die betreiben auch eine alte Museumsbahn auf einem alten Schienennetz. Trotzdem sind die Züge da abgestellt und viele, viele Leute gehen da einfach hin zum Fotografieren. Ich war selber auch schon mal dort vor 1,5 Jahren. Ich weiß nicht, wie die Situation jetzt ist, ob man auf die Gleise noch drauf kann und darf. Dürfen wahrscheinlich nicht, aber wir schauen einfach mal. Es ist wie gesagt alles stillgelegt, da ist kein Betrieb. Da herrscht also im Normalfall auch keine Gefahr. Ja, aber die abgestellten Züge sind alle auf toten Gleisen. Ja, trotzdem, wer das nachmacht, auf eigene Gefahr, sage ich jetzt schon, ne? Und wer nur die Züge sehen will, ich verlinke unten mal den Zeitstempel. Dann könnt ihr euch vorscrollen bis zu dieser Stelle, falls ihr mein Gelaber und die schöne Natur nicht sehen wollt. Aber ich hoffe, ihr seid auch deswegen hier. Also bis später.
Ja, Leute, ich laufe hier gerade durch einen alten Industriestandort aus vergangenen Zeiten. Und ja, das ist echt klasse, wie das hier aussieht. Hat so ein bisschen Lost Place Feeling. Das war wohl irgendwann mal eine große Weberei. Aber die Zeiten sind schon lange vorbei, ja, und die Gebäude werden jetzt halt weiter genutzt von mehreren kleinen Firmen. Aber das ist schon schön anzuschauen, ne? Diese alten denkmalgeschützten Gebäude hier nehme ich mal sehr stark an. Das ist ja allgemein so an der Wupper, dass halt an dem Fluss viele Industrien angesiedelt waren entlang der Wupper, ne? Weil früher war ja Wasser, durch Wasserkraft wurden ja die Maschinen angetrieben. Und deswegen hat sich das halt früher so ergeben. Deswegen gibt es entlang der Wupper viele alte Industriestandorte. Ja, und da laufen wir gerade an einem vorbei. Ne? Ja, so ein alter Zug, der sieht natürlich schon richtig gewaltig aus. Schade, dass da einfach nur hier rumsteht und ja nicht wirklich restauriert wird, weil der Verein hat wohl auch nicht so viel Geld und Zeit und Leute. Und deswegen steht diese Lokomotive hier schon seit Jahren und ja, es wird leider nichts dran gemacht. Was sehr schade ist. Also es wäre natürlich richtig schön, wenn diese Lokomotive mal wieder aktiv auf Schienen fährt, aber ja. Ich denke mal eher, die wird hier wahrscheinlich stehen bleiben. Schade. Nach ca. 2 Kilometer eintönigen Asphalt wird der Weg mal wieder Mr. Fade gerecht und wir müssen uns mal wieder ein bisschen anstrengen hier. Kleiner Single Trail mit Steinen und Wurzeln. Ja, macht Spaß. Vorhin habt ihr ja gesehen, war ich an diesem alten Eisenbahnmuseum. Ja, Museum ist es ja nicht wirklich, es ist mehr so ein Förderverein, der die alte historische Strecke wieder in Betrieb nehmen möchte. Ja, das so wirklich funktioniert, wie die sich das vorstellen, irgendwann weiß ich nicht. Aber die Lokomotive ist auf jeden Fall schön anzusehen, so wie sie da steht.
Ja, und so lassen wir das jetzt hinter uns und begeben uns auf die restlichen, ja, knapp 11 bis 12 Kilometer noch, wenn nichts dazwischen kommt. Vorhin ist gerade auch ein bisschen Schnee runtergekommen, also ein paar vereinzelte Flocken. Und es hat sich auch wieder richtig abgekühlt. Also ich bin gerade froh, dass ich meine Mütze aufhabe und meine Handschuhe anhabe, weil es doch ganz schön recht kalt heute. Ja, diesen Temperaturschutzsturz habe ich jetzt nicht so erwartet, aber zum Glück bin ich gut vorbereitet. Und ja, ich hätte noch eine dickere Jacke dabei, die brauche ich zum Glück nicht. Und ja, so geht es dann weiter auf die restlichen Kilometer und mal schauen, was da noch so kommt. Findet man hier einen Strandkorb, finde ich klasse. Ich denke mal, den werde ich jetzt für eine Pause nutzen. Ah, ein bisschen schimmelig, ein bisschen klamm, aber ja, dafür hat man hier ein Dach über dem Kopf. Und ich kann hier schön einmal ein kleines Frühstück einnehmen. Ich habe heute nämlich noch nichts gegessen. Und man hat ja auch eine wunderbare Aussicht. Und jetzt kommen wieder Schneeflocken runter. Wahnsinn. Jetzt sieht man hier die Schneeflocken im ganzen Tal. Bleibt natürlich nichts liegen. Also jetzt gerade. Wer weiß, was noch so kommt heute. Aber es soll ja nicht ewig kälter als 1-2 Grad werden. Und der Boden ist ja noch recht warm. Also von daher, da wird nichts liegen bleiben. Ja. Mein klassisches Frühstück heute. Ich habe heute Morgen, bevor ich losgegangen bin, schon einmal genascht. Laugenstange, Mettwurst und ein Stück Fleischwurst. Mehr brauche ich nicht, das passt. Ob ich jetzt alles aufesse, weiß ich auch nicht. Hauptsache, man hat mal endlich mal was im Magen. Ne? In diesem Sinne, bis gleich. Ja, wie sagt man so schön, my home is my castle. Ich fühle mich hier gerade richtig wohl. Und schon wieder geht es bergig hoch. Die letzte habe ich euch gar nicht gezeigt. Also hier sind auf der Tour tatsächlich viele, ja, knackige Steigungen und dann kommt wieder nichts. Und wenn es berghoch geht, dann immer richtig. Und allgemein kann ich sagen, bei diesem feuchten Wetter mit dem ganzen Laub, wer die Tour nachlaufen möchte, auf jeden Fall festes Schuhwerk. Definitiv, weil die Wege sind sehr, sehr, sehr rutschig hier bei den Witterungsverhältnissen. Wow,
Das ist echt steil gerade. Muss dazu sagen, ich bin auch ein bisschen aus der Form, aus der Übung. Das letzte Mal, als ich gewandert bin, das war das Community-Treffen von Jörg Müller, das dritte. Ja, seitdem waren die Füße quasi still. Ja, privatbedingt hatte ich leider keine Zeit zu. Und jetzt halt erstmal wieder draußen. Oh. Nee, stehen bleiben ist keine gute Idee. Lieber weitergehen. Anstrengend. Kilometer 12,2, noch circa 5 Kilometer bis zum Ziel. Und ja, ich befinde mich hier gerade auf so einer Art Plateau mit Blick in ein weites Tal. Ziemlich diesig, ne? Ihr seht es ja selber, der Himmel ist komplett zugezogen. Vorhin hat es noch mal wieder ein bisschen geschneit. Ja, der Winter kommt, ne? Es ist nicht mehr lange hin. Wir haben jetzt Ende November, in ein paar Tagen ist der 1. Dezember und dann ist auch bald schon Winteranfang, meine Güte. Ja, was am Himmel auch sehr zu sehen ist heute, sind die ganzen Kraniche, die hier ziehen. Also keine Ahnung, wie viel von den Kranichen schon über mich hergezogen sind seit heute Morgen. Immer wieder kommt so ein ganzer, wie sagt man, Konvoi-Staffel, ich weiß es nicht, die über mich hierher ziehen, lautstark. Ja. Hört sich immer richtig schön an. Ja, ich würde mal sagen, ich gehe mal weiter, ne? Genug gelabert. Ja, vorhin war noch mal ein ganzes Stück Asphalt wieder. Das war nicht so schön. Danach war ein Stück, da musste man sich den Weg wieder suchen. Ich weiß nicht, wie alt die Komoot-Tour ist. Sie scheint schon ein bisschen älter zu sein. Aber es ist jetzt das zweite Mal, dass man einen Weg gehen musste, der so gar nicht mehr existierte. Also wer die Tour nachläuft, entweder seid ein bisschen experimentell und versucht einfach den Weg, auch wenn er so nicht mehr existiert, nachzulaufen, sofern es gemäß Naturschutz auch erlaubt ist. Ne, auf eigene Gefahr sage ich dann nur zu. Und ansonsten schaut auf die Komoot-Karte zum Beispiel und man kann hier schon recht einfach ja, eine Umleitung sich selber organisieren und dann einfach die richtigen Wege laufen. Es sind vielleicht dann ein paar Meter mehr oder auch weniger, ich weiß es nicht. Alles ist machbar. Auf jeden Fall lässt sich die Tour sehr gut laufen bis jetzt. Ne? Und ja, vom Anspruchsgrad her mal so. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, festes Schuhwerk auf jeden Fall bei den Witterungsverhältnissen. Aber es ist machbar. Ne? Also ich finde die Tour ganz interessant. Stellenweise vielleicht ein bisschen lahm, ja. Aber im Großen und Ganzen findest du doch recht schön. Ne? Auch bei dem Wetter, das ist mal was anderes als im Sommer immer nur bei 30 Grad zu laufen. Jetzt das erste Mal wieder richtig dick eingepackt seit, ja, seit letztem Winter. Das letzte Mal, als ich gelaufen bin beim Jörg, da hatte ich ja noch normales Shirt an. Ne? Ja, die Zeiten sind vorbei. Jetzt wird's kälter. Ja Leute, da musste ich hier leider durch dieses tiefe Feld laufen, durch die hohe Wiese hinter mir, ihr seht es. Ja, und die war natürlich klitschnass. Super! Ich kann euch sagen, jetzt sind die Füße richtig nass, aber so sowas von richtig. Oh, ich meine, ich habe das jetzt ein paar Mal jetzt schon gerade gehabt beim Laufen, ich durch Gräser und so musste, aber das war jetzt so wie eine Durchflutung jetzt. Boah, und ich merke es jetzt auch. Zum Glück trocknet das alles schnell ab. Allerdings weiß ich nicht bei der Wassermenge jetzt, ob das immer noch schnell trocknet. So, jetzt muss ich einmal hier unbeschadet rüber. Jawohl. Und hier geht der Weg schon wieder weiter. Ja, wollen wir mal ein bisschen Wärme erzeugen, ne? Dass die Füße auch schnell trocknen. Ich weiß so gerade nicht, wo ich lang muss. Entweder hier oder links. Kann ich jetzt so nicht erkennen. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Ja, sieht gut aus. Laufen wir mal hier lang.
Kilometer 15,8. Der Weg macht Mr. Fade wieder allen Ehren. Hier gerade so ein schöner, richtiger Single Trail vor mir, hinter mir. Mit viel Felsen, Wurzeln, hoch und runter. Richtig schön. Ja, und hier hat man wieder einen Blick jetzt auf die Wupper. Erinnert mich ein bisschen an die Moselschleife in Klein. Wahrscheinlich kommt das jetzt gar nicht so toll rüber. Aber ja, man guckt in ein tiefes Tal. Auf der anderen Seite sind Berge und dann schlängelt sich hier so die Wupper da drin rum. Also ein bisschen Ähnlichkeit mit der Moselschleife hat es schon, ja. Bisschen spartanisch. Ja, wir laufen jetzt auf die letzten, ich glaube, da stand gerade 1,5 Kilometer. Und ja, da sind wir wieder am Wanderparkplatz. Und dann geht's nach Hause. Bin ich auch sehr froh drum. Ich habe doch recht kalte, nasse Füße. Und ja, ich bin froh, wenn ich da gleich die Heizung im Auto anmachen kann. Erstmal schön auf die Füße richten, damit die wieder aufwärmen. Ja, hier seht ihr auch gerade was von diesem Single Trail, was ich meinte. Also richtig spannend. Also gefällt mir sehr gut. Und was auch sehr interessant ist, ich habe heute wirklich fast niemanden unterwegs getroffen. Also ich habe keine Ahnung. Einmal ein Pärchen, vorhin eine Frau mit einem Kinderwagen, dann nochmal eine Frau mit zwei Hunden. Ja, und ich glaube, das war es auf 17 Kilometer. Also, ja, man ist hier doch sehr einsam. Mir persönlich gefällt es. Ich mag nicht so überlaufene Wege, wo man ständig andere Leute hat und so. Ich möchte lieber meine Ruhe haben. Und ja, das war heute dafür richtig super. Hier konnte man abschalten. Das Wetter war ein bisschen nass, ein bisschen kalt, aber ja, ein bisschen husten. Aber es hat sich gehalten. Und wenn da ein bisschen ein paar Tropfen oder auch Schnee runterkommt, damit kann man leben, solange hier kein Platzregen kommt. Von daher alles super. Ja, ihr seht es, ich bin hier wirklich ein bisschen am Klettern fast schon. Das macht Spaß. Also da hätte die Tour noch ein bisschen mehr von benötigen können. Ja gut, wir sind halt nicht in der Eifel, ne? Also ich werde Mr. Fade Touren auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Es gibt noch eine im Bergisch Gladbach, die werde ich auch noch machen. Und ja, vielleicht mache ich dann auch mal eine Tour woanders. Und dann melde ich mich auch schon zurück. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe hier so einen Stein im Boden. Es sieht aus wie so ein Grenzstein, ne? Das kennt man ja. Allerdings sind da Initialien oder sowas drauf. Da steht JW, ein Unzeichen S, also JW und S. Weiß von euch einer, was das sein könnte? Oder ist das hier auch irgendein Grabstein vielleicht sogar? Aber das macht natürlich hier auf dieser Anhöhe überhaupt gar keinen Sinn, dass hier ein Grabstein steht. Also wenn das einer von euch weiß, schreibt es mal in die Kommentare, was es damit auf sich hat. Das würde mich schon interessieren. Nach 5,5 Stunden und ja, über 17 Kilometern habe ich das Ziel erreicht. Ich befinde mich wieder an der Wupper, beziehungsweise hinter mir ist der Stausee in Bayenburg. Und ja, die Tour ist fertig. Juhu, bin ich auch sehr froh drum. Die letzten Meter gehen wir jetzt mal gemeinsam zum Auto. Oh, hier ist wieder direkt ein kalter Wind, der hier über das Wasser fegt. Da hinten machen sich gerade Kanufahrer fertig, die möchten hier auch ein bisschen Sport machen und das Wetter, die Natur genießen. 420 Höhenmeter hatte die Tour jetzt und ja, ich bin fertig und ja, jetzt geht es einfach nach Hause, was soll ich noch großartig sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Tour gefallen hat und wer sie nachlaufen möchte, unten in der Videobeschreibung ist die Tour verlinkt und in diesem Sinne sage ich ciao, bis demnächst, euer Dr. Urbex.